Ja, wenn du Granate rufst, musst du auch eine werfen, du Noob. Jetzt zeige ich euch die Dinger. Grr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 r
Vielleicht ist das Ihre Speziallieferung. Das ist ein abgeschirmter Behälter für Kernbrennstoffe. Also keine Waffe. Schwer zu sagen. Die KVA hat in diesen Behältern auch schon Atomsprengköpfe transportiert. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Das sind aber ganz schön viele. Okay, zwei Jeeps nähern sich. Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach, scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Ja, anders habe ich das auch noch nie hingekriegt, die Stelle. Ich mag die nicht. Ich komme da nie ganz gestealth vorbei. Da ich eh jetzt irgendwie nicht so Bock auf Stealth habe, ich will euch ja auch was bieten. Kurz Quicksaven, die Aktion will ich versuchen, so entspannt und gestealth wie möglich zu machen. Mehrere KVA-Trucks nähern sich dem Strand. Macht ja nichts. O'Neill, hör zu. Ich hab nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Okay, warte, während ich auf ihr Netz zugreife. Okay, an der Strandbar ist ein großes Sprengstofflager. Die Frage ist, ob ich mir das wirklich holen will. Das ist nämlich extrem unentspannt da. Ich weiß nicht, ob ich versuchen soll, den Panzer da hinten mit dem C4 Platz zu machen oder ob ich mir da hinten den Sprengstoff holen soll. Ach, was, ich will euch ja mal zeigen. Dann mache ich aber hier. Ist ja eh ein Sekundärziel. Komme ich ja nicht drum rum. Wo seid ihr denn, ihr Klöten? Genau, auf die Entfernung. Zieh die Köpfe ein! Das schaff ich nicht. Nee. Ja, ich glaube, man merkt, das ist mein erstes richtiges Let's Play. Ich habe keine Ahnung, worüber ich so richtig reden soll. Ich versuch's einfach. Oh, scheiße! Wie viele sind das? Alter! Die Bar wird geschlossen! Das war so lame, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, das ist ein großes Bumm. Naja, das hat dein Argument deutlich unterstützt. Ja, warum fliegt der Heli noch rum? Dem ist gerade eine fette Bombe auf den Kopf gefallen. Also so viel können Heinz jetzt auch nicht. Mein Freund, aber bück dich nicht. Und bück dich nicht nach der Seife. Okay, die Verstärkung ist hier in der Bar. Warum stehen die einfach nur rum? Haben die irgendwie nichts zu tun oder so? Was entfernt du, Keks? So ein Stresser. Das ist auch besser so. Der BMT auf der Straße ist noch aktiv. Das weiß ich selber. So ein Panzer ist schwer. Schwer nicht zu verlassen. Ja, super. Super, Jonas. Super. Deine Grammatik ist heute wieder echt königlich. Warum kann der verfickte Panzer auf mich schießen, wenn ich getarnt bin? Und warum seid ihr nicht gestorben? Scheiße. Stirb! Oh mein Gott. Was zur Hölle? Naja, das war's damit der Verstärkung.
ist einer. Der war auch nicht. Ey, entspann dich mal, du fetter scheiß Panzer, ey. Es ist nicht Silvester. Munition gibt's nicht gratis. Nimm mal Feuersalven, Alter. Junge, Junge. Nein, das höre ich nicht. Claymore. Claymore Noob. Ich bin Brite. Pfeife. Ich glaube, ich nehme schon zu viel auf. Ich muss gleich den Part anscheinend splitten. Scheiß drauf. Quick Save. Penis! Penis! Boom! Penis-Kanone. Ich denke, wir sind hier fertig. Hua! Eine Cutscene und danach mache ich einen Schnitt. Drei Bandits in Sicht. Kurs 150. Höhe 25, 450 rechts. Die haben mich! Leite Gegenmaßnahmen ein! Dreh nach rechts ab! Komm schon, komm schon! Du Barrel! Rolle nach links! Ich versuch sie abzuschütteln! Scheiße! Scheiße, sagt man. Sierra 2 hat's erwischt. Ich wiederhole, Sierra 2 hat's erwischt. Das ist was Ungezogenes, sagt er einfach Scheiße. Die Jugend von heute. Tja, Leute, und das war's mit dem ersten Kapitel. Wir sehen uns wahrscheinlich wieder im nächsten Kapitel. Ist jetzt schon Sean Leaf und bis dahin, tschüss.